Oh. Scheiße. Scheiße. Mir fällt gerade ein, ich habe fast keine Leben mehr. Ich gehe mal ganz kurz speichern. Wahrscheinlich wie sein Vater ein extrem couchiger Meister. Deswegen dauert es so lange. Sachen gibt's. Bin ich hier eigentlich durchgucken? Ah ja, eigentlich nicht, ne? Hier ist ja dieser. Oh, das sieht aber voll schön aus. Ich geh jetzt erstmal speichern. Bevor ich jetzt hier sterbe. Bestimmt funktioniert das Speichern nicht, wegen der Energiezufuhr. Das wäre richtig eklig. Hey, warum komme ich denn nicht mal hoch? Das wird man hier nicht frech spüren. Machen wir mit. Sicher ist ja bekanntlich sicher. So, jetzt aber. Ja! Wollen ja mal vorankommen. So, ich bin jetzt mal an dem Punkt raus. Okay, also ich würde ja sagen, wir müssen jetzt. Ne, geradeaus müssen wir letztes Mal weiter, ne? Oh, wir jetzt da hinten irgendwo hin müssen, aber ich. Ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall alles hier sehr suspekt. Das kann ich euch schon mal sagen. Boah, dieses Wechseln. Moment, bitte. Wachdrohne. Achso, die hatten wir ja letztens gelesen, ja. Scheiße. Ja, danke. Ja, fast gestorben. Okay, die habe ich aber letztens schon gescannt, alles klar. Mann! Sagen, die wollen mich doch hier nur hinlecken, ja, das auch, hinlocken für die Mitholz. Oh, hallo, mein Gott, da auch. Nein, ey! So droppen die denn nix?
Da! Ey! Der hat den Metroid auf den Kopf. Jetzt saug den anderen nochmal aus. Ich hab dir gerade den Arsch gerettet, du. Sei mal ein bisschen freundlicher. Okay. Das ist ja anstrengend. Okay. Jetzt ganz ruhig, Pascal. Wieder nix. Wow. Ja, ich hab keine Missiles mehr. Ich weiß, dass die Energie kritisch ist, denn... so kritisch sein. Siehst du aber nur einen Scheißdreck. Boah, es hat hier einen Krampf, Leute. Was war das denn für eine Tür? Ach, da war eine Karte. Hier ist nirgendwo ein Safe Point. Ist der ganz hinten. Guck mal, ob ich trotzdem was im Kartenterminal bekommen kann. Oh! Und danke auch dir, Kugelfisch, für deine Prime-Subscription. Vielen, vielen Dank. 17 Monate. Ja, vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Willkommen, willkommen zurück. Willkommen. So. Nee. Irgendwie gehofft, vielleicht kriegt man hier auch nochmal irgendwas. Boah, dieser Nebel, ne? Na gut, allerdings kann man ein bisschen mehr sehen hier. Ich habe auch das Gefühl, ich muss hier gar nicht hin. Gesundheit. So, und was bringt mir das jetzt? Beziehungsweise ich frage mich generell, ob ich hier gerade irgendwie was habe, was mir was bringt. Ich habe irgendwas Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Oh, nee, habe ich nicht. Deswegen. Oh, ich kann weiter, ne? Was ist da so ein Ding? Hallo.
Okay. Die Mission ist ganz schön schwer. Oder die Mission bei Splatoon. Ich finde die normal schwer. Aber ich sag mal so, wenn du es meisterst. Also ich glaube, wenn du sonst was nicht spielst, weil zum Beispiel Princess hatte auch echt Probleme mit. Das kann deutlich darauf hin, dass es ja eine Energieleitung hinter dem Gebilde gibt. Ja, aber ich kann das nicht abmachen. Hm. Also ich finde es persönlich, fand ich das jetzt nicht so schwer. Ich fand es halt wie bei dem ersten Teil ungefähr so. Ja, wie gesagt, ich glaube, wenn man das sonst nicht spielt, dann ist das halt schon ein bisschen knifflig. Von hier unten kann ich das nicht angreifen, ne? Ach, Mann. Ich hab jetzt die falsche Scheiße. Ja, und von hier die Bomben zünden, das wird wohl auch nicht so geil. So. Ey, da waren wir auch noch gar nicht. Achso, weil es zu ist. Deswegen habe ich es nicht weitergespielt. Aber das Spiel, so hast du doch gespielt, ne? Nur die Hauptstory nicht. Ja, das ist halt Gewöhnungs... Also ich habe, wie gesagt, ich glaube, wenn man generell keine Shooter spielt, aber ich glaube, wenn du generell auch überhaupt nicht Shooter magst, ist aber auch Splatoon, glaube ich, auch echt nicht das gute Spiel, weil es ist ja ein Shooter. Aber sonst... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, so habe ich es gespielt. Okay. Ich finde tatsächlich die Story bei Splatoon, weil ich hatte ja früher nur die Story und die fand ich echt geil. Was gut daran ist, dass man Bock hat, da öfter die Sachen zu probieren. Ja, und wie gesagt, und du lernst halt unglaublich dazu. Also ich fand jetzt den Story-Mode eigentlich recht einfach. Von Splatoon 3 später ein bisschen kniffliger, aber jetzt nicht so schwer. Also das Schwerste war halt wirklich der Octo Expansion Pass von, also das DLC von Splatoon 2. Oh ja, der PS5-Controller ist leer. Nein! Splatoon 2 nicht das neue, was jetzt raus ist. Ach so. Splatoon 2 fand ich. Ja, doch, es war ein bisschen schwerer als 1, aber ich fand es jetzt eigentlich auch noch. Ja, es ist ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, bei 2 war. Ah, ja, doch, es war ein bisschen schwerer als 2. Ich finde Teil 3 hat so die Brücke, aber ich finde bei 2 fand ich die Level halt nicht so toll. Fand ich irgendwie sehr langweilig. Also 2 finde ich auch generell am schwersten. Okay, vielleicht muss ich hier erstmal irgendwas anderes noch machen. Fangen wir doch mal so an. Ich sehe ich ja hiermit noch irgendwas. Das habe ich ja schon gemacht. Ja, da. Ja, ist ja gut. Sagen, was ist das denn? Da muss ich nochmal dahin, dann nochmal dahin und dann nochmal hier hin. Ist hier nirgendwo irgendwie so eine Speichermöglichkeit? Glaube ich, eine andere Waffe, um das wegzusprengen zu können. Ja, habe ich mir jetzt auch gedacht. Deswegen gucke ich jetzt mal. Wo? Das sind bestimmt die Eisviecher. Jetzt erstmal speichern. Mal gucken wir mal. Lass mich mal hier alle in Ruhe, Leute. Moment.
Die waren doch vorher noch gar nicht hier. Das ist neu. Alter. Oh. Okay, jetzt sind wir hier zu... Ich weiß gar nicht mehr den Weg. Ja, der war einfach nur so hier hoch, ne? Wow. Ich hoffe nicht, dass ich da vorne lang musste, weil dann haben wir ein Problem. Ich gehe jetzt erstmal speichern. Die Sachen habe ich alle schon, ne? Ja. Mhm. So, jetzt gucken wir einmal kurz. Also hier vorne kommen wir anscheinend nicht weiter, weil da mir irgendwas fehlt. Sonst... Ah, da bist du ja schon, Princess. Willkommen zurück. Ja, aber was... Jetzt mal eine blöde Frage. Was kann ich denn jetzt machen hier? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht mehr, was da hinten war. Ich war vorher schon. Oh. Achso, ich habe ja voll Energie. Ich wollte gerade sagen, ja, komm, ich besieg die kurz. Aber zu welchem Preis? Ey! Man, selbst so kleine Partikel sieht man. Krass. Das ist jetzt so ein Wärmedetektor, ne? Scheint ihm mal so. Ach komm, was soll das? Okay, also mit normalen Waffen ballert man viel zu lange auf Gegner. Ja, ich will jetzt nicht hier die ganze Welt nochmal absuchen, dafür, dass ich eigentlich nur da irgendwie was machen muss. Nur hier fehlt mir jetzt der Saft. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwo hier falsch gelaufen bin, dass man irgendwo hier den Strom holen musste. Und es war halt wirklich nur zum Zurückgehen, aber ich kann ja jetzt nur zurück nach Magmoor. Denn hier, sonst ist ja hier nichts. Was soll ich mit dem Visa sonst... Warte mal, eine Idee habe ich noch. Aber das weiß ich jetzt nicht mehr, wo das war. Ja, ich gehe mal trotzdem auch mal da lang. Okay, da müsste ich einmal da hoch. Wechsel so auf den Rücken. Entschuldigung. So, wo seid ihr? Ist der größer? Ist doch jetzt so ein Boss? Ja, wow. Was hier rechts nochmal war. Da will ich nicht. Ey! Alter, was stampft der? Stampft der hier so? Ich. Achso, da oben kann ich gar nichts machen. Okay. Ja, ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Das war der Boss einfach, den wir besiegen mussten für irgendeine neue Sache. Bin ja auch ein bisschen verwirrt, ne? Wir hatten ja letztens eigentlich eine Sache, also ein Supermüssel hatten wir. Ich weiß bis jetzt immer noch nicht, was das ist. Raketenwerfer, Schadspin, Schad. Sekunden, die Attacken sind weit stärker als normale Schuss, und der Waffenarm muss aufgeladen werden, um einen Charge-Combo einzusetzen. Nachdem der Waffenarm aufgeladen
ist bitte R drücken, um einen Charge-Combo abzufahren. Eine einzelne Schüsse, für solche Schuss wird die bestimmte Anzahl Missiles verbraucht. Nachdem eingeleitet worden, muss weiterhin A gedrückt werden, um die Aktivierung dieser Charge-Bombs. Die Super-Missile stellt die Charge-Combo des Power-Beams dar. Ah, bei dem nur einzelne Schuss abgefeuert wird, bei den Abschuss werden 5 Missiles verbraucht. Super-Missiles eignen sich hervorragend zum Beschuss von Objekten aus Chlorid. Ach so! Moment, dann komme ich ja anscheinend weiter. Alles klar. Wo war das jetzt nochmal? Deswegen diese ganz Chlorid-Sachen. Jetzt, ach Mann, dann hätte ich viel mehr machen können. Wo war das denn jetzt? War das hier? Ne, das war hier, stimmt. Moment. Musst du irgendwo hier hin? Ich dachte, du hast die Supermissile noch nicht. Doch, aber ich habe ja keine Ahnung, weil ich habe die nie benutzt. Hä, wo muss ich denn jetzt... Ach nee, ich muss da drüber, ne? Ah. Shit, jetzt ist hier auch so ein Boss. Hast du das Spiel schon gespielt? Also, oder welche, beziehungsweise welche Version des Spiels hast du schon gespielt? Junge, lass mich in Ruhe. Da. Ich habe von dem Spiel echt keinen Plan. Keine Ahnung. Also ich bin ja selber die ganze Zeit verwirrt. Ach, die ganze Zeit verwirrt. Bis zum geht nicht mehr. Nur ich hatte schon mal ein Dings, wo ich das nicht weiterkam. Aber jetzt erklärt sich das so einigermaßen, ne? Wow. Du mich auch, Spiel. Du mich auch. Oh Gott. Ich mich ein wenig durch die Gamecube-Fassung aus. Mein Bruder hat das gern gespielt. Ist ja auch ein geiles Spiel. Das muss man auf jeden Fall sagen, ne? Ich muss sagen, man ist echt schnell frustriert, wenn es dann nicht klappt, ne? Wo bin ich denn jetzt? Ach hier, okay, ich hätte doch auch so hingehen können. Hey.